Und hiermit herzlich willkommen zu einer neuen Gameplay-Serie hier bei Nordrhein TV Play mit mir, dem Zenges. Ja, und zwar werden wir jetzt in Logistics Company reinschnuppern. Ich hab's schon etwas getan und ich muss sagen, es riecht etwas komisch. Naja, aber dazu später mehr. Hier sieht man schon einen Gabelstapler entlangfahren. Ja, mal gucken, vielleicht werden wir den fahren, vielleicht aber auch nicht. Ich weiß es nicht, ich habe ihn bis jetzt noch nicht gesehen. So, ich würde sagen, ich fange jetzt nichtsdestotrotz ein neues Spiel an. Und ich werde sogar das Tutorial spielen, weil ich finde, ein Tutorial gehört einfach zu so einem Simulator dazu. Ich meine, dass die versuchen einen etwas, oder vielleicht versuchen sie einen etwas Realistisches zu übermitteln. Und das muss ja gut erklärt werden. Ach, da ist er ja wieder. Ah, der fährt hier im Kreis, oder beziehungsweise eine 8. Schön. Hey, ist so schön. So, also, worum geht es in Logistics Company, beziehungsweise Logistics Company? Ja, es geht darum, Container durch die Gegend zu schleppen. Ja, das ist eigentlich der, ja, Hauptinhalt dieses Spieles. Und da kommt schon Zug rein. Ui, hey, ja, so. Also, aber jetzt erstmal willkommen auf dem Umschlagplatz. Wir verladen hier Fracht zwischen LKW, Schiff und Güterzug. Deine Aufgabe ist es, durch das Erfüllen von Aufträgen Geld zu verdienen und den Umschlagplatz auszubauen. Je mehr Verlademöglichkeiten du hast, desto lukrativere Kombinationen von Aufträgen wirst du im Laufe deiner Karriere annehmen können. Ja, so. Na, da bist du ja endlich. Ich hatte dich schon vor einer halben Stunde erwartet. Willkommen auf unserem trimodalen Umschlagplatz. Hör mal. Peter, ich nenne ihn Peter, ne, muss man dazu wissen. Peter, das finde ich nicht schön, hör mal. Ich komme hier echt pünktlich, ne, auf die Sekunde und du scheißt mich hier erstmal zusammen. Ja, das ist der Peter, ne, ist eigentlich ein ganz netter Junge, aber der hat manchmal so ein paar Störungen. Aber gut, so, wir sind auf einem trimodalen Umschlagplatz, so heißt nämlich das Fachwort. Mit ASD kannst du dich auf dem Umschlagplatz umschauen. Mit dem Mausrad kannst du herein und herauszoomen. Mit gedrückt gehaltener rechter Maustaste und Mausbewegung kannst du die Ansicht drehen. Apropos Umschlag, was sage ich, Umschlagplatz? Umgucken hier, ne? Umschauen. Ich finde, es sieht so ein bisschen aus wie so eine Modellbahnlandschaft. Etwas unecht, sag ich mal. Also die Häuser sehen auch so ein bisschen draufgepappt aus. Es sieht alles so schön aus, Leute. Ja. Schöne heile Welt. Und trimodal, ne? Tri steht für drei, ne? Einmal Wasser, einmal Straße und einmal, ne, Schiene, von wo hier die Container ankommen. Aber gut. So, muss dazu sagen, das ganze Spiel auf Fantastic, aber mal gucken, ob es Fantastic aussieht. Gut, was sollen wir jetzt machen? Wir haben aktuell einen offenen Auftrag. Wir müssen zwei Container auf den Güterzug verladen. Okay, dafür klicken wir. Mit dem Brückenkran werden Güterzüge B und entladen. Ja, ich weiß nicht, ob ich ihn jetzt weiter quatschen lassen soll. Ich glaube, ich drücke jetzt mal nicht auf weiter, sondern ich weiß nicht, wie es geht. Man steuert hier mit AWSD diesen coolen Brückenkran. Ich muss sagen, ich habe von Kränen relativ wenig Ahnung. Da kannte sich mein Opa aus. Gott hab ihn selig. Weil der war Kranfahrer tatsächlich. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde die Idee eigentlich ziemlich cool, weil ich meine, so Fahrsimulatoren und so irgendwie, ob Auto, LKW oder Bus, das fährt sich doch eigentlich alles relativ gleich. Aber ich meine, so ein Kran fährt man noch nicht jeden Tag, ne? So, mit den Pfeiltasten können wir hier den Greifer, ich nenne ihn jetzt Greifer, ich weiß nicht, gibt es wahrscheinlich auch einen Fachbegriff für. Der kann man den Greifer steuern mit Pfeil nach unten, Pfeil nach oben. Und jetzt sehen wir links einmal eine Kamera, die ist ziemlich praktisch, weil wir gucken ja wirklich nur von oben. Und hier ist nochmal das Problem, dass ein Bildschirm, zumindest meiner, nichts Dreidimensionales anzeigen kann. Das heißt, man kann die Entfernung überhaupt nicht so schön abschätzen, ne? Und dafür ist nochmal dieses kleine Kästchen daneben, was jetzt gerade rot ist, wichtig, weil das zeigt mir an, wie ich gerade zu diesem Container ausgerichtet bin. So, noch ein bisschen. Jetzt ist es grün. Jetzt haben wir den angedockt. Wunderbar. Ja, schön. Schön geht das. So. Nee, aber da ist echt die Grenze vom Bildschirm erreicht. Natürlich, es gibt 3D-Monitore, aber ich glaube, das Spiel ist auch nicht für 3D gedacht. Also zumindest nicht 3D-fähig. Aber gut. Muss auch nicht sein. Ich finde, so geht's auch. Aber manchmal merkt man dann eben, man ist an der Grenze vom Bildschirm.
Und, ja. So. Ja, erste Sache, ersten Container haben wir schon mal abgeladen. Es ist eigentlich ganz einfach von der Steuerung, aber manchmal wird es doch etwas schwierig. Das werdet ihr dann noch sehen wahrscheinlich, weil es kann auch schnell zum Chaos kommen. Ich hoffe mal nicht, dass es zum Chaos kommt, aber manchmal ist es nicht vermeidbar. So, ich glaube, ich lasse jetzt einfach mal das Tutorial ein bisschen weiterreden. Mit den Tasten W und S steuerst du die Führer. Per Eingabetaste kannst du das Steuerkreuz unten links zeigt dir die Position. Genau, der erklärt das nochmal. In Relation zu einem anvisierten Container. Wenn diese übereinstimmen, wird das Symbol grün und du kannst die Ladung anschlagen. Das wackelt aber ganz schön da unten. So. Jawoll, jawoll. Haben wir auch gut gemacht, haben wir gut gemacht. So, es gibt natürlich auch eine Außenansicht, da kann man jetzt den Zug wegfahren sehen hier. Finde ich auch sehr interessant, wie begrünt die Gleise sind. Die Bäume wachsen schon auf den Gleisen, mitten auf den Gleisen. Und da verschwindet der Zug. Naja, aber das liegt, glaube ich, daran, dass man sich die nachträglich zukaufen muss, die Gleise. Genauso wie diesen eingezäunten Bereich. Anstatt hier einfach die Absperrung abzureißen, beziehungsweise hier die Büsche wegzumachen, muss man sich das kaufen, ne? Oder, ja, egal. So, weiter Tutorial. Wir haben aktuell einen offenen Auftrag. Wir müssen 2 Container auf den Güterzug verladen. Also, rein mit dir in die Führerkabine des Brückenkrans. Ja, okay. Klicke auf die Kabine selbst oder auf den Reiter Fahrzeuge unten links und dann auf den Button für den Brückenkran mit der linken Maustaste. Ja, nee. So, hier steht jetzt aber unten alles erledigt für heute. Du kannst Feierabend machen. Das ist toll. Das machen wir auch mal. Tag beenden. Ich befürchte, jetzt kommt was Blödes. Was ich wieder vergessen habe. So, jetzt müssen wir erstmal wieder warten. Jetzt müsste ja eigentlich gleich ein Zug reinkommen. Da kommt auch der Zug. Gehen wir hier in den Kran und... Greife jetzt den ersten Container mit dem Kran, indem du den Greifer über den Container positionierst. Wenn die Anzeige der Steuerungshilfe grün wird, kannst du den Container greifen. Weitere Steuerungsoptionen kannst du dir übrigens ansehen, indem du oben rechts auf den Button für die Hilfe klickst. So, genau jetzt haben wir das Problem, was ich schon mal hatte und was ich ziemlich lustig fand. Also es ist kein Problem, man kann jetzt natürlich sagen, es ist Selbstverschulden, weil ich habe jetzt nicht auf Weiter geklickt und vorher den Tag beendet. Also das heißt, der ist jetzt noch bei der alten Mission. Das werden wir auch gleich merken. Aber gut. So. Gut. Positioniere jetzt den Container auf dem Zug. Such dir eine Stelle auf dem Zug ja, aus. Genau. Platziere den Container, ja, genau das meinte ich. Scheinenden weißen Box. Wenn sie grün wird, kannst du den Container gefahrlos abladen. Das fand ich nämlich ziemlich komisch, weil man muss sich das so vorstellen, man spielt das als Anfänger und dann kommt ein Zug reingefahren. Also man hat aus Versehen auf dieses Tag-Beenden-Symbol geklickt. Jetzt muss auch der zweite Container noch rüber auf den Zug. Genau. Und dann sagt er auf einmal was von bla bla bla, du musst Container auf den Zug hauen und so. Und ja, da stehen aber schon Container drauf. Und was denkst du dir denn dann? Was sollst du dann sagen? Boah, das wackelt wieder. Huiuiuiui. Aber lobenswert, finde ich. Das muss man einfach mal sagen. Es ist zwar traurig, aber irgendwie schon. Also man kann... Es ist toll, dass man sich ganz umgucken kann. Das klingt jetzt erstmal so, oh ja, ne? Aber das ist wirklich nicht in jedem Simulator so. Auch nicht in jedem Spiel, ne? Und unter dem Aspekt finde ich das schon ziemlich cool. Ich meine, guckt euch das an. Man kann sich hier so ganz umgucken, so. Okay, nicht ganz auf dem Kopf, aber fast auf dem Kopf. So, hier die Steuerknüppel sieht man auch wunderschön. Die bewegen sich sogar. Ich meine, das sind Sachen, die sind, ich sag mal, müssten Standard sein, aber eben nicht, ne? Aber okay, Knöpfchen könnten etwas schöner aussehen. Aber gut, konzentrieren wir uns auf das Wesentliche. Nämlich, wir müssen mal wieder Container hier, ne? Und man merkt ziemlich schnell, finde ich, also... ist sicher ein cooler Job und ich bewundere, glaube ich, auch Leute, die das tagtäglich machen. Vor allen Dingen, weil es gibt ja verdammt große Häfen mit vielen Containern und da muss ja richtig flott sein auch.
Ich meine, was wir hier machen, ist ja nur Hobby. Aber, die müssen ja richtig reinhauen. Die können nicht so sagen, so, ja, von wegen, ja, heute mal in meinem Blauen oder so. Nein, nein, nein. Die müssen richtig fit sein. Immer dabei. Entfernung abschätzen. Ganz easy, ne? Und wenn der Container runterfällt, dann muss er wieder aufgehoben werden. Und dann, nee, das geht nicht, ne? Eben das geht nicht, ne? Container, das ist ja eine feine, also eigentlich eine feine Sache. Aber wenn einer runterfällt, dann ist er, ne? Ja. Das war nicht schlecht für den ersten Tag. Ja, danke. Steige jetzt aus dem Brückenkran aus, indem du auf das X oben rechts klickst. Klicke jetzt auf den Button mit dem Uhrsymbol, um den Arbeitstag zu beenden. Wir sehen uns dann morgen früh. Ja, hoffentlich nicht. Guten Morgen. Morgen! Eines jeden neuen Tages siehst du direkt, was du am ja, das habe ich schon weggeixt. Du einen Auftrag erfolgreich abgeschlossen hast. Und da sieht man schon, man muss wirklich hier Geld verdienen. Also es geht jetzt nicht nur darum, die Dinger zu fahren, sondern man muss mit ihnen eben auch Geld verdienen. Und die Dinger kosten auch. Man hat immer eben so eine kleine Summe, die man da immer zahlen muss. So, da kommt der nächste Zug wieder rein und jetzt müssen wir, oh Wunder. Heute bekommen wir neue Fracht angeliefert. Genau. Die muss vom Zug heruntergehoben. Ja, verlade die Container auf unsere Stellflächen. Das sind unsere Stellflächen. Merkt ihr den Fehler? Welche Container soll ich denn auf die Stellflächen verladen? Hier stehen schon Container, aber auf den Zug noch nicht. Also, logisch kombinieren. Wir müssen das hier runter machen. Ja, ich weiß, jetzt kann man natürlich, wie gesagt, man kann auch sagen, jetzt ja, ist ja jetzt mit Absicht hier nicht draufgeklickt und so auf weiter, obwohl es schon weiterging, also eigentlich erwartet das Spiel, dass der Spieler selbstständig auf die Idee kommt, nach jeder Handlung, wirklich nach jeder Handlung, auf weiter zu klicken, damit das Tutorial nicht nachhängt. Sonst passiert eben sowas. Oh, jetzt haben wir, was? Oh nein, der Container ist runtergerutscht. Wieso ist der runtergerutscht? Man weiß es nicht. Okay, und wir haben ihn beschädigt, also hallo. Der Container will da nicht drauf. So, jetzt aber. Ja, er rutscht etwas, ne? Also manchmal hat man das Gefühl, wenn es wieder so ruckelt, also wenn der Container wieder so wackelt, da ist irgendwie ein Elefant auf Drogen drin. Auf der anderen Seite, wenn man die einmal antitscht mit diesen Greifern, dann hopsen die manchmal ganz lustig weg und dann denkst du dir, der Elefant hat ein Gewicht von einer Fliege oder so. Also ist ein sehr komisches Tier, was da drin ist. Wenn da überhaupt ein Tier drin ist. Nicht, dass da hinterher Plutonium oder so ein Quark drin ist. So ein Castor-Müll. Weil dann hat man Probleme. Ja, aber irgendwie, die haben so ein ganz komisches Verhalten manchmal. Ist ein bisschen schade, weil dadurch geht eben auch dieses Gefühl, ein schweres Ding am Haken zu haben, weg. Aber gut. Wobei, sonst kann man sich mit der Steuerung eigentlich recht anfreunden. Wobei es etwas gewöhnungsbedürftig ist, aber meine Güte, es ist Kranfahren, Leute, ne? Ein Kran steuert sich nicht wie ein, ja, wie ein, keine Ahnung was. Hey, beruhig dich mal da unten. Genau, auf C können wir sogar die Kameraperspektive von dieser Kamera da unten noch verändern. Aber die finde ich eigentlich recht nice, auch wenn ich nicht weiß, wo die Kamera sein soll. Vielleicht fliegt da mal so eine Drohne mit rum. Oder die ist an so einem langen Stiel da irgendwo befestigt. Ich weiß nicht, ist da vielleicht? Nee. Libraria, oder wie auch immer. Ah, da ist sogar die Tür, da müssen wir über die Konsole hier drüber. Aber ziemlich eng hier, echt. Ziemlich eng. Aber gut. So, dann fahren wir ein bisschen vor. Und absetzen. Sehr gut. Achte in Zukunft darauf, wo du die Container ablädst, im Hinblick darauf, wo sie in den nächsten Tagen hin müssen. Diese Container müssen morgen schon wieder auf einen anderen Güterzug. Sie stehen also hier goldrichtig. Ich mache gerade ein Rennen mit dem Zug. Der Zug ist schneller. Wesentlich schneller. Und heizt um die Kurve, dass da die Container nicht runterfallen. Pass auf, Junge. So, also das ist das eine Fahrzeug und ich denke, in der nächsten Folge werden wir auch eines der anderen Fahrzeuge kennenlernen. Also, ja, bis dahin, ich hoffe, ihr hattet Spaß und euch, ja, schreibt mal eure Meinung über dieses Spiel in die Kommentare. Und ja, vielleicht sieht man sich ja dann in der nächsten Folge. Also, bis dann. Tschüss.